Wir sacken natürlich noch ein paar mehr Pfeile ein, wenn wir welche, wenn wir wieder Räuber finden. Und ja, dank den Räubern wissen wir jetzt schon mal, dass wir auf der richtigen Spur sind. Richtung Lars, Richtung Räuberlager. Oh, wir brauchen jetzt keine 12.000, sondern 13.000, okay. Es hat sich nicht nur verdoppelt, sondern hat sich auch noch um 1.000 erhöht. Gut, das heißt 7.000 Erfahrungspunkte brauchen wir, um aufs nächste Level zu kommen. Das kann jetzt allerdings eine Weile dauern. Aber wie gesagt, ich denke mal, bis wir Baldur's Tor erreichen, sind wir schon locker Level 5. Glatt vergessen. Habe ich hier irgendeinen interessanten Zauber, den ich... Schutz vor dem Bösen. Wirkungsdauer... das war der falsche. Das da. Wirkungsdauer 10 Runden, also eine Minute. Ja. Das würde ich gerne mal nehmen. So wichtig ist Heilen auch wieder nicht. Hier noch ein Gesang rein. Und das da kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Das sind solche... Ich glaube gerade völlig falsch, egal. Solche Markierungszeichen. Sowas haben wir auch schon gesehen in der Nacht, wo ihr passt in diesen Wäldern besser auf, Gorion getötet wurde. Ihr arroganten Narren, ihr kehrt zu dem Blutbad zurück, für das ihr verantwortlich wart. Euer Blut wird den Boden tränken, bevor ich einen von euch erlaube zu gehen. Ich werde den Tod meiner Brüder rächen. Du siehst aus wie ein Druide. Wovon redet ihr? Wir haben niemanden getötet. Ich glaube, ihr seid etwas verwirrt. Vielleicht solltet ihr euch beruhigen, damit wir herausfinden können, wer tatsächlich eure Brüder getötet hat. Wir haben eure Brüder getötet, wir geben es uns ohne Unschweife zu. Wir tranken das Blut und hassen ihre Milz. Nein. Bildet ihr euch eigentlich ein, dass ich eure Ausreden glaube? Ich weiß genau, dass ihr alle seid. Was ihr alle seid. Mögt ihr und eure treulosen Gefährten vom Zorn des Malar zerstört werden? War Malar nicht der Herr der Bestien? Steht doch sogar hier drin, glaube ich. Genau, Malar, der Herr der Raubtiere. Was? Ups. Nichts leichter als das. Das ging etwas zu schnell. Und er hat Höhlenbären dabei. Und noch ein anderer Druide, der uns hilft. Wahrscheinlich, weil der genau weiß, dass wir nichts damit zu tun haben. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Hallo. Die Zivilisation ist fern, Stadtbewohner. Ich will mich für Osmadis Verhalten entschuldigen. Er hat nach dem, was sich hier vor einigen Tagen zugetragen hat, den Verstand verloren. Eine Gruppe von Räubern, die sich die Kalte Hand nennen, von denen haben wir schon mal gehört, sind während unserer Arbeiten an diesem Schrein in unser Lager eingedrungen. Sie haben alle getötet, die ihnen über den Weg liefen, und unter den Opfern befanden sich auch einige der engsten Freunde Osmadis. Warum habt ihr uns Osmadi angreifen lassen? Es scheint, ihr kanntet ihn gut. Ihr seht beide wie Druiden aus. Vielen Dank für eure wertvolle Unterstützung. Es ist schade, dass wir so mit Osmadi umspringen mussten, doch wir hatten keine Wahl. Also wir könnten ihm jetzt noch eine reinwirken und ihn dazu zwingen, sich zu rechtfertigen. Aber ich denke mal, das lassen wir besser. Und entschuldigen uns dafür. Vielleicht treffen wir uns einmal wieder. Viel Glück auf unseren Reisen. Auf euren Reisen. Ja, die waren hier gerade dabei, einen Stonehenge hochzuziehen, wie man sieht. Gibt es eigentlich noch was in der Richtung zu sehen, aus der wir gekommen sind? Nein. Beinahe unter meiner Würde. Schade, aber gut. Ja, die waren hier wirklich dabei, einen Stonehenge zu bauen. Das wollte ich eigentlich
sogar gerade noch sagen, bevor wir so böse unterbrochen wurden. Kann sie eigentlich mittlerweile neue Zauber-Slots belegen? Ja. Nein, kann sie nicht. Ich bin wirklich mit ganzem Herzen bei der Sache. Sie braucht eh noch einen guten Schwung an Erfahrungspunkten. Das brauchen mittlerweile alle. Was wollte ich davon? Ja, immerhin, das war sehr klug von dir. Ein Schwarzbär, der will uns nichts Böses. Geht weg, Schwarzbären. Ich will euch nämlich auch nichts Böses. Ich möchte eigentlich nur hier in Ruhe weiter aufdecken. Aber die Schwarzperle scheint immer dorthin zu laufen, wo ich hinlaufe. So, genau, danke. Ja, ich finde das mit den Schwarzbären hier, ist etwa, mit den Bären allgemein, ist etwas übertrieben. Ein Rudel Wölfe, die putzig. Ich wollte eigentlich sagen, mit 14 ist sie doch ein bisschen besser zu gebrauchen, aber das muss ich jetzt auch leider schon wieder revidieren. Mit ihrem Hammer macht sie auch nicht gerade so viel mehr Schaden. Ja. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So. Ich hoffe mal wirklich, dass wir unsere 4 Punkte in stumpfe Waffen wiederkriegen, die wir als Krieger hatten. Weil sonst ist das nicht so toll. So, ein bisschen haben wir noch zum Aufdecken. Vielleicht schaffen wir Larswood in der Aufnahmesession ja sogar noch. Ah, Schreckenswölfe. Okay, ein paar Schreckenswürfe geben noch ein paar Erfahrungspunkte. Beinahe unter meiner Würde. Waffen fallen lassen und ich werde euch verschonen. Wer bist du jetzt schon wieder? Sag's nicht zweimal. Lasst eure Waffen fallen, dann lebt ihr diesen Tag vielleicht noch. Ich sag's nur einmal. Wir wollen uns euch immer noch nicht anschließen. Wir wollen keine Schwierigkeiten. Nein. Ihr Räuber, Schwächlinge, könnt mich nicht einschüchtern. Ich werde euch gleich einen Tritt in den Hintern versetzen. Greift sie, Leute. Sie wollen unbedingt sterben. Okay, das ist nur ein Typ. Wo sind denn deine Räuber? Bis jetzt merke ich nicht viel. Außer, dass du jetzt tot bist. Ja, gut. Ja, ernsthaft, wo sind seine Räuber? Der hat uns ganz allein überfallen, oder was? Ich hatte es ja eigentlich schon öfter, dass dann so Räuber einfach aus dem Nichts mal spawnen, weil sie sich versteckt haben. Dann habe ich ihn gegen seinen Kopf dreht, bis er tot ist. Genau solche meine ich. Das ist jetzt schon mal ungut. Das sind nämlich Eliten der schwarzen Krallen. Und die sind fernkampfmäßig ziemlich böse. Wie man gerade gemerkt hat. 2 Stück haben Khalid ziemlich zugesetzt. Die sind übrigens einer der Gründe, warum ich erst jetzt nach Patreon und Larswood wollte. Die sind nämlich ziemlich heftig. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen
Rippeln begegnet. Und sie droppen keine Skalpe. Oh, dafür hast du einen Heiltrank. Ihr braucht meine Hilfe? Ihr gerade einen Heiltrank? Nein. Dann kommt der zu dir. Du bist überladen. So, Pfeile, Pfeile. Eispfeile. Du kannst den Zauber gar nicht sprechen. Das ist schlecht. Da musst du doch den Zauber nehmen. So, Eispfeile. Können stacken und Pfeile plus 1. Dann würde ich sagen, wir legen jetzt mal Pfeile plus 1 auch ein, wenn wir schon so viele haben. Und verbrauchen die mal, dass die mal wegkommen. Weil wir werden noch mehr von den schwarzen Krallen sehen. Von den Eliten der schwarzen Krallen. So. Jetzt hoffentlich keine so gute Unterbrechung mehr, dass ich das Gebiet noch abschließen kann. So. Also ja, man merkt wirklich, dass das hier ein Wald ist. Wieder die Eliten der schwarzen Krallen. Ja. Was wollt ihr? Diesmal sogar drei Stück. Was? Gegen drei bin ich lieber vorsichtig. Oh, der Zauber braucht schon ganz schön lange. So, der schwächt aber die Gegner und stärkt mich. So, wenn man nämlich früher hierher kommt, dann wird das doch ganz schön übel. So, Eispfeile. So, jetzt hat Immoin auf jeden Fall wieder genug normale Pfeile und auch plus 1 Pfeile und Eispfeile. Jupp. Was für was Ordnung machen, verballern wir einfach die Pfeile so gut wir können. Vielleicht sollte ich Immoin eh nur noch mit plus 1 Pfeilen rumschießen lassen. Ich meine, Gold haben wir jetzt genug, dass wir uns die kaufen und leisten können. So, die Ecke und dann noch die andere Ecke und dann sind wir fertig mit Larswood. Dann fehlt nur noch Peltdale und das Räuberlager. Oh, und sie hat schon mal 1000 Erfahrungspunkte bis zum fürs nächste Level ab zusammen. Fehlen also noch 6000. Ja, ihr seht, wie schnell das gehen kann. Vor allem, weil wir jetzt hier in Gebiete kommen, die viel Erfahrungspunkte geben. So, das Fitzliche decken wir noch auf. Was wie befallen. So, du ziehst dich mal ein Stückchen zurück. Was wollt ihr? Das sind nur ein paar Wildhunde. Nichts leichter als das. Die sind keine Bedrohung. So. Nach Norden, bitte. Gut. Larswood ist fertig, oder? Ja. Da unten ist die Turmruine, da ist das Stonehenge. Also der Druidenzirkel, der gebaut wurde. Und da geht's nach Peltway. So, und hier speichern wir erstmal wieder.
LP019. Und da gibt es jetzt einen kleinen Cut. Also, bis gleich.